Hallo, hallo, ich werde später schauen. Heute werden wir wieder das Thema der echten PTT berühren. Wir werden eine der Informationen machen, wir werden versuchen, es gut zusammenzufassen. Aber in einer haben wir es sehr lang gemacht. Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, werden Sie am Ende weitermachen, weil es vielleicht etwas Neues gibt. Wir werden auch einige Unterschiede besprechen, einige sehr überzeugende Anwendungen. Wir werden darüber sprechen, was PDT und Cellular ist. Eine kleine Zusammenfassung von PDT und Cellular, obwohl es aus drei Geräteteilen besteht. Lizenzierte Geräte sind schon, diese Geräte sind Cellular, diese sind schon Cellular. Und es kann eine normale Zelle geben, die PTT auf der Zelle macht. Nur PTT-Ts vom Bildschirm. Und es gibt einige Geräte, die Geräte mit seitlichem PTT haben. Und Klassenzimmer haben schon diese gerollteren Geräte sozusagen. Einige Leute haben robustere Geräte. Einige IP-Zertifizierungen, militärische Standards und alles, was bereits in diesem Produktzweig vorhanden ist. Der Legende zufolge gibt es bereits 500 Hersteller von PTT-Geräten für Mobiltelefone, die POP-Geräte produzieren, sodass große Marken wie Samsung in den Markt für Mobiltelefone PTT einsteigen. Eins lachte, als er sah, dass verschiedene YouTubers bereits über Mobiltelefone und Royalized Mobiltelefone sprechen und hauptsächlich in den Postmarkt kommen, aber sie erwähnten nicht, dass diese Royalized oder robustere Geräte einen PTT-Knopf haben und größere Lautsprecher haben, nur um das Audio herauszukommen, um das Sprachaudio herauszukommen. Du kannst es hören, als würdest du das Radio hören. Dann ist der Lautsprecher größer, der Akku ist abnehmbar und hat einen PTT-Knopf. Das ist ein Fuchs-Team, das ist ein Mobiltelefon, POP-PTT-Mobiltelefon-Team. Wenn man sich Nextel ansieht, dann ist es ein POP-Team, wenn wir ein stärkeres Team sehen, ein Arbeitsteam mit diesen Funktionen und kann also alle anderen Funktionen von verschiedenen Sensoren haben, wie Temperatur und andere Dinge. Aber vor allem ist das Gerät PTT auf dem Telefon oder zumindest funktioniert. Wie wir bereits gesagt haben, ist die Kommunikation das Wichtigste und es gibt heutzutage immer weniger Leute, die anrufen und immer mehr Leute, die SMS schreiben. Ja, aber funktionierendes Radio ist wesentlich, weil es keine Höflichkeit gibt und kein höflicher Teil. Schnell oder genau, super gut, das ist eine wunderbare Nextel 1 Werbung. Von den Brasilianern, der Mann namens Franco, ich weiß nicht, ich habe es dort gepostet und es spricht schon klar und direkt, das ist PTT über PTT, es ist klar und direkt, du sprichst nicht, hallo, wie geht es dir? Nein, hey, ich brauche das, wo bist du? Why und deine Position? RPT hat sogar echte Code, um die Eleganz von PTT auf dem Handy oder O oder Radio weiter zu verkürzen. Das Problem ist, dass der Chef oder der Vorgesetzte weiß, was im Betrieb los ist. Und wenn ein Mitarbeiter ein Problem hat, wird er das Problem sofort beheben. Und wenn es wieder auftritt, wird er das Problem sofort sehen. Dies ist ein virtuelles Treffen, das heißt eine wunderbare PTT-Arbeit auf dem Mobiltelefon, was sehr positiv ist, da es die Kosten für das Unternehmen senken wird, da es weniger Reisen gibt. Weil Sie so viel sparen, gehen Sie weniger mit dem Radio, das Radio lässt Sie weniger laufen und weniger erfolglose Reisen machen. Wenn eins jemanden etwas fragt, sagt er, ah, ich habe, eins löst direkt die Frage, die eins gefragt hat, okay, über welche Art von Gerät PTT auf dem Handy vorhanden ist. Okay, wir sagen Handy, Computer können PTT auf dem Handy sein und auf verschiedenen Betriebssystemen, Android, Linux, i oder S. Im Falle des iPhones funktioniert PTT auch auf dem Mobiltelefon. Im Fall des iPhones und dieser verschiedenen Arten von Geräten, sogar einige UDIKA sind PTT auf dem Handy. Sie haben sogar MFC, um Aufgaben auszuführen und alle anderen Dualgeräte, das heißt D, M, R oder Analog oder Tetra und sind POP, die als Repeater arbeiten, auch vorhanden. Mobile Geräte wie diese oder so. Mobile Geräte, aber das habe ich in einem vorherigen Video erklärt. Die sind praktisch, wenn man eine Kamera wie eine Dashcam hat, das heißt, man kann eine Kamera auf der anderen Seite vorne anbringen und sofort live streamen und Geräte wie diese, Handys wie diese, haben auch Kameras. Sie funktionieren wie ein Bodycar, das heißt, die beiden Dinge sind ähnlich, weil sie Kameras haben. Jetzt werden wir über diese echten PTT-Anwendungen sprechen und wir werden darüber sprechen, was gut ist
und wie diese echten Petit-Anwendungen andere Anwendungen haben, die etwas teurer sind, ziemlich teuer. Sie haben andere Funktionen, die vielleicht bereits interessant sind, aber echte PTT hat viele Funktionen und es funktioniert sehr gut. Ist es relativ günstig, diese Funktion zu haben? Wie Sie wissen, gibt es einige kostenlose PTT-Apps auf dem Handy, die nicht so professionell sind, daher empfehle ich sie nicht, aber sie funktionieren genauso wie Zello. Aber was ist der Unterschied zwischen den Lizenzen Free Enthusiasm und einer echten PTT-Lizenz? Der Unterschied besteht darin, dass der Benutzer die absolute Kontrolle über die Benutzerrechte hat. Ein echter PTT führt zum Beispiel Gruppenanrufe. Persönliche Telefonanrufe begeistert auch. Der Unterschied besteht auch darin, welche Hitze ein Hitzeproblem hat. Es gibt einen Haufen Idioten, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Der Benutzer kann dann zu dieser Gruppe gehen. In dieser Gruppe hören Sie nicht lalala, die Dinge der Arbeit, also nicht in der Arbeitsgruppe, sondern in der sexuellen Gruppe, in der politischen Gruppe, in der Freundesgruppe, weil man die Gruppe nicht kontrollieren kann. Das große Problem ist also, dass wenn ich ein Unternehmen habe, für das ich leidenschaftlich bin und Sie nicht bereit sind, in Kontakt zu bleiben im Arbeitskanal, Sie werden in einer anderen Gruppe sein, ich kann nicht mit Ihnen kommunizieren und wir verlieren die Effizienz aller effektiven PTT-Kommunikation. Wir haben viele Fälle gesehen, in denen die Kommunikation aufgrund dieses Problems verloren geht. Nun, es hat Gruppenanrufe und private Anrufe. Alle Gruppen anrufen. Sie können alle Gruppen der Arbeitsgruppe anrufen. S oder S-Button. Schauen Sie sich hier den S oder S-Button an. In diesem Fall hat die Bodycam auch einen S oder S-Button. Wenn du es in realem PTT drückst, erscheint es direkt auf der Karte, es erscheint auf deiner Karte und der Benutzer wird dir sagen, nimm deinen wachen 10 und drücke diesen Knopf, es erscheint direkt auf der Karte und schieße auf der Karte. Alle Leute, der wachen 10 sagte, er hat diesen Knopf gedrückt und der wachen 10 erscheint an einer solchen Stelle, also kann eins ihm helfen. Er hat schon Stimme SMS, das heißt, er sagt dir die eingegangenen Nachrichten morgen in der Uniform. Ich freue mich, dir ein Datum, gebe dir das oder die eingegangene Nachricht. Morgen gehst du um 6 Uhr oder morgen musst du zurück zu AA und um 8 Uhr reinkommen. Ich weiß nicht, welche Neuigkeiten ich erhalten habe. Er wird es Ihnen mitteilen. Warum ankündigen, wenn es Geräte gibt, die Textnachrichten auf dem Bildschirm anzeigen? Denn es geht davon aus, dass Sie keinen Computer mit einem Bildschirm haben. Dann geht er davon aus und liest dir die Nachricht vor. Ich habe es dir schon auf Spanisch oder Englisch vorgelesen. Wenn Sie die Gruppe auf Englisch oder Englisch verlassen, werden Sie Ihnen auf Spanisch vorlesen. Die Kanäle sind unbegrenzt, weil Sie mobile Daten verwenden. Sie verwenden keine Funkfrequenzen und Sie werden das Problem der Funkfrequenznutzung loswerden. Und Sie werden es loswerden, weil Sie mobile Daten verwenden und die Anzahl der Kanäle ist unbegrenzt. Nationale und internationale Berichterstattung von Zinka. Diese Geräte haben einen weiteren Vorteil, dass Sie zwei einsetzen können. Einige Geräte, nicht alle, aber einige Geräte können Sie zwei SIM-Karten einsetzen. Das heißt, Sie können es in einer Firma und natürlich in einer anderen Firma wie Movistar oder Tigo legen. Und dann haben Sie zwei verschiedene Abdeckungen oder eine Multi-Carrier-SIM-Karte und Sie haben bereits eine Reichweite von vielen Carriern oder Sie können mit Wi-Fi arbeiten. Sie können mit Wi-Fi arbeiten, also wenn Sie irgendwo Starlink haben, können Sie sich verbinden. Das beansprucht sehr wenige Daten. Es beansprucht 800 Megabyte pro Monat. Es gibt Ihnen bereits Standorte und Dinge, mit denen Sie kommunizieren können, die bereits dynamisch gruppiert sind. Was soll das heißen? Von der Dispatch-Konsole aus können Sie sehr schnell eine neue Gruppe erstellen und die Programmierung erfolgt aus der Ferne. Ich meine, das ist ein weiterer Vorteil. Ich möchte diesen Benutzer aus dieser Gruppe entfernen. Ich habe PUM entfernt und das ist alles. Ich möchte eine PUM-Gruppe hinzufügen. Ich füge sie vom Computer hinzu und sie werden automatisch zum traditionellen Computer hinzugefügt. Ich muss den Computer finden, verbinden und hier programmieren. Ist das ein Remote-Programmier- und Post-Computer? Dies ist ein weiterer Benutzer-First-Vorteil. Was bedeutet das? Habe ich eine sogenannte Kanalpriorität, wenn ein Switch oder ein Betreiber, der am Computer arbeitet, eine Priorität gegenüber anderen Benutzern hat? Alle Scanner, weil ich auch Scanner auf diesen Geräten anbringen kann. Ich kann drei oder vier Kanäle abhören, wenn beide Kanäle gleichzeitig sprechen.
Dann kommt zuerst der Hauptkanal raus, dann blockiere ich die Geräte. Ich kann sie anscheinend blockieren und dann deaktivieren. Wenn ich den Akkustand in der Versandkonsole sehen will, kann ich wissen, ob es 20% ist. Er hat es aufgeladen, aber er hat es nicht aufgeladen. Und ich habe ihm gesagt, hey, warum gehen wir nicht Fincher aufladen? Und ich muss es sagen, warum hast du es nicht aufgeladen? Das Team hat 20%, die sie aus der Ferne sehen können und einsame Arbeiter schützen können. Was soll das heißen? Einsamen Arbeiter zu schützen bedeutet, dass ich diesem Benutzer eine Zeit gebe. Ich gebe ihm zum Beispiel eine Zeit und er muss mich schlagen. Zum Beispiel habe ich ihm gesagt, dass sie schon einen Artikel überprüfen müssen und in diesem Brunnen sind. Du kannst den Kerl vergiften, also habe ich ihm gesagt, schau, alle 15 Minuten musst du den PTT-Knopf drücken und ihm sagen, wie es ihm geht. Wenn er nicht alle 15 Minuten einen Bericht schickt, ertönt auf seinem Gerät ein Alarm, ta-ta-ta, fängt an die Sirene zu ertönen und es gibt keine Kommunikation auf dem Sensal, dann schicke ich jemanden, um zu sehen, ob der Hahn in Ordnung ist und dann? Mit dem kann ich, oh schrecklichen Hooligan, ich kann die Wachen die ganze Nacht wach halten. Wenn ich ihnen sagen würde, dass alle halbe Stunde, alle 45 Minuten Alarm und PTT ertönen würde, wäre das jetzt möglich. Es ist nicht sehr christlich, das zu tun, aber, wenn er die ganze Nacht wach bleiben muss, können wir es jetzt perfekt tun. Auch die Stürzenden sind alarmiert. Das ist natürlich in jedem Team konfiguriert. Es handelt sich um Geräte mit einem Kreisel. Wenn sich das Gerät dreht, gibt es einen Alarm, der anzeigt, dass die Person gefallen ist. Und es gibt einen Alarm auf dem Sensor, der die Position des Benutzers und der gefallenen Person anzeigt. Das kann auch programmiert werden, aber das Gerät muss ein Kreisel haben. Das ist per Funk programmiert. Das ist schon ärgerlich, denn wenn man es auf einen liegenden Tisch legt, gibt der Sensor einen Alarm, dass die Person gestürzt ist, der Alarm für gefallene Person und der Tempolimit-Alarm für das GPS. Es erzählt auch einige Banderas.de Informationen in der Nähe von Wilway, weil ich nicht weiß, ob ich es erwähnt habe, aber auf der Karte können Sie visuell verschiedene Symbole platzieren. Und wenn Sie verschiedene Symbole platzieren, werden Sie mehr im Cache sehen und Sie werden auch in der Lage sein, sie perfekt auf der Dispatch-Konsole zu lokalisieren. Es erlaubt Ihnen auch, zwei Bildschirme zu haben, wenn Sie einen Bildschirm wollen, um den Benutzer selbst zu sehen, was er spricht und wo er hin möchte. Ein anderer Benutzer auf der Karte weiß, ob er sich bewegt und Sie werden sehen, dass er sich in Echtzeit bewegt. Es ist also schön, die Frage zu sehen, wie Sie sich bewegen und positionieren. User Tracking zeigt Ihnen, wo er anfängt, in einem Zeitplan, den Sie festlegen, bis er dort endet. Im Tracking-Thema beträgt die maximale Betrachtungsdauer 23 Stunden und 59 Minuten, aber es liegt 3 Monate zurück. Ich meine, ich kann es sehen. Oktober? Ja, natürlich. November kann November, Dezember, Januar und Februar sein. Es dauert also vielleicht 3 Monate. Aber höchstens 23 Stunden und 59 Minuten. Wenn ich 10 Minuten im Januar sehen wollte, könnte ich es jetzt tun. Dann kann ein Tag höchstens 23 Stunden und 59 Minuten sein, besonders vor 3 Monaten. Oder 10 Minuten oder 10 Minuten oder 5 Minuten, wo bist du auf diesem Zeitplan? Hören Sie jetzt auf und sehen Sie. Das ist sehr praktisch, wenn der Wachmann oder jemand im Hof spazieren gehen muss und du likewise das Radio herausholst, kann ich wissen, ob er es getan hat, einfach mit dem GPS, um zu wissen, ob der Wachmann um 3 Uhr weg ist, er dreht sich um, okay, die Versandkonsole. Und das siehst du, obwohl sie ein Team haben, gibt es einen Benutzer und einen Schlüssel. Mein Gerät ist leer, kann ich es mit meinem Handy nutzen. Wenn ich die App heruntergeladen habe, ist es kostenlos. Nach der Eingabe von Benutzer und Schlüssel fällt es und ein anderer Benutzer sagt, geben Sie Ihr Passwort ein und ich kann beginnen. Handy oder ich könnte anfangen, einen Computer zu benutzen, um Berichte zu bekommen, zu sehen, wo Sie sind und alles andere. Also haben wir die Möglichkeit, das Gerät zu ändern. Die Lizenz ist nicht mit dem Gerät verknüpft, sondern Sie fallen 1. Sie haben sich bereits mit einem anderen Computer oder einem anderen Telefon oder Gerät angemeldet, weil ich Geräte ohne Bildschirm mag, weil Sie das GPS nicht ausschalten können. Sie können nicht viele Dinge damit tun. Das heißt, der durchschnittliche Benutzer ist verpflichtet, es zu haben und ohne in die Anwendungen auf der anderen Seite einzugreifen, können Sie etwas tun, was ich nicht interessiert bin, was die Leute tun. So bist du. Jetzt ist der Server gesichert. Das ist wie Standard und Abdeckung. Offensichtlich ist Kultur global, das heißt, wo es mobile Daten gibt, wird es Abdeckung geben und das ist die Supermacht.
Lassen Sie uns jetzt darüber sprechen, wie wahr das ist, obwohl alles, was ich euch erzähle, wunderbar ist. In Bezug auf die Informationen, die Ihnen die echte PTT-PTT-App gibt, gibt es noch mehr als 2 Lizenzen, die Sie verwenden können. Ich kann einige Ausrüstung haben, die das hat, und einige andere Ausrüstung, die es nicht hat. Das ist Patrouille. Was ist Patrouille? Patrouille ist Missionskontrolle, Missionskontrolle. Das Gerät muss über NFC verfügen, da NFC häufig zur Bezahlung von NFC verwendet wird. NFC ist für die Zahlung, aber es ist der NFC-Chip des POC-Geräts. Das ist auch im FC da. Also wenn eins durch das Totempum-Pum geht und reingeht, aber im Falle des Funkgeräts kann es die Aufgabe machen und dann benutzen wir nicht die Karte, sondern das ist das Gleiche wie das. Das wird an verschiedenen Orten platziert. Es kann im Auto, im Büro, im Lager und eins Programm Real PTT App, so dass es Ihnen sagt, wann Sie das tun müssen. Eine solche Arbeit zum Beispiel, ein Zimmer zu putzen, eine 1:1 Toilettenfrau sagt dir, dass du in einem Hotel bist, sagt dir, dass du es in einem solchen Zimmer putzen musst. Das Radio sagte ihm, dass er seine Routine begann, in den 5. Stock, Zimmer 524 zu gehen und um 5.24 Uhr zu putzen. Ha, dann putzt Frau und markiert Pum. Dann kleben wir das gleiche Ding darauf und das sind Beispiele. Wir kleben es in den Motor, im Auto, im Lastwagen und wir legen es dort über die Breite des Kabels, in der Nähe des Reifens, in der Nähe des Armaturenbretts. Also hat er ihm gesagt, okay, jetzt musst du den Patent-LKW überprüfen und die Kilometerleistung sehen. Dann geht er zu A, La, All zur Kilometerplatte Thun und bittet ihn, ein Foto zu machen. Hey, du musst ein Foto auf die Kilometerleistung machen. Puff, die Kilometerleistung machen. Das ist es. Dann öffnet er die Motorhaube und sagt ihm, dass er das Öl überprüft. Bereit, da Sie das Capo eingeschaltet haben, ist die Markierung perfekt und Sie können eine Audionachricht senden. Ja, das Öl ist da, alles wird aufgezeichnet, all diese Informationen werden aufgezeichnet. Aber das Interessanteste ist, dass diese Aufgaben am nächsten Tag mit Diagrammen zum Vorgesetzten kommen. Also erledigte er die Aufgabe, sie gingen ins Zimmer, putzten das Zimmer, überprüften das Öl des Autos, überprüften die Kilometerleistung. Er besuchte die Wachen und alles wurde am nächsten Tag aufgezeichnet. Wer hat Vega gemacht? Und es hat Grafiken und ist gut gemacht. Also du musst nicht mehr beaufsichtigt werden, wenn er es nicht hat, rufst du die Wache an. Und ab heute hast du mir die Aufgabe gemacht, die wir dir gegeben haben. Das ist routinemäßig. Jeden Tag oder alle 15 Tage musst du das machen. Zum Beispiel müssen sie gehen und überprüfen, wie viele Ventile, nein, nicht um 40 Grad steigen. Dann geht der Benutzer, markiert die Ventile, macht ein Foto. Es wurde aufgezeichnet, es war nicht bei 40 Grad. Hey, aber weißt du, was geschmolzen ist? Diese Frage wurde gestern von 40 Grad unterstützt. Ja, ich habe es geschickt. Genau da ist ein Foto auf dem Server, wo das Ventil gestern bei 40 Galway Stable Grad war. Weiß nicht, warum es geschmolzen ist. Aber hey, diese Patros sind Programmieraufgaben, die du mit dem MFC machen kannst, dass du markiert hast. Und du hast mir schon gesagt, das heißt, wohin musst du das verschieben? Oder du musst das an die Position verschieben und in Insti das markieren. Aber abgesehen davon, für Leute, die Aufgaben haben, würde das sagen, hey, du musst das machen, du musst markieren zu solchen Fahrzeugen, zu solchen Ventilen, zu solchen Lagerhäusern und dann markieren. Dann kam der Bericht, haben Sie also schon eine hervorragende Arbeit geleistet? Patrouillen sind so, die Standardlizenzen, die wir schon besprochen haben, sind so, also ist es großartig. Zum Thema Missionssteuerung kann ich 2 oder 3 Missionssteuerungen haben, die anderen sind normal. Perfekt. Jetzt, da wir das Folgende haben, gibt es 1-3 der realen PT-Anwendungen, die Videos und Nicht-Videos sind. Ich kann 64 Videoüberwachungskameras in Echtzeit mit meinem Bodycar oder meinem Handy sehen. Einige Systeme haben sogar ein kleines Loch in einem Hemd, das ich Ihnen bei anderen Gelegenheiten mit meinem Handy erzählt habe. Sie können das Video in Echtzeit ansehen. Kann ich beispielsweise die Kamera aktivieren, wenn der Benutzer nicht mit der Aufnahme begonnen hat? Ich habe angerufen und gesagt, hey, hier ist ein Typ mit einer Waffe und es wird wieder von Sensal aktiviert und sie fangen an und sie aktivieren meine Kamera und das ist der große Unterschied. Entweder sie aktivieren mich oder ich habe ein Handy und sie aktivieren die Kamera vor mir. Und du siehst schwarz, oh, das ist eine andere Kamera, bang,
Sie setzen eine andere Kamera auf und dann wird das Audio aktiviert, was diskutiert wird. Das Bild wird aktiviert für den idealen Test der Staatsanwaltschaft und es wird 7 Tage gespeichert und im Falle des GPS wird es 3 Monate gespeichert. Im Fall des Audios ist es dauerhaft, wenn es auf dem Computer ist, kann ich es speichern, ich kann es für immer speichern. Im Fall des Videos kann ich es für 7 Tage speichern, aber kann ich die Möglichkeit haben, es länger auf dem Server zu halten? Das verkauft sich schon gut, aber der große Vorteil ist, dass ich 64 Kameras haben kann, zum Beispiel für eine fabelhafte Gemeinde. Also diese ideale Sache hat jetzt etwas Besseres in dieser echten PTT Jaitera. Ich kann ein Kamerasystem einer anderen Marke auf die Livestreaming-Software von Bodycan installieren. Ja, aber hey, das ist er. Real PTT Theme ist eine ziemlich professionelle Anwendung, die nie abgestürzt und nie gehackt wurde, wie ich den Unterschied weiß, dass sie viele Male gehackt wurden. So Real PTT Theme ist eine sehr professionelle und sehr gute Anwendung. Was fehlt der echten PTT? Das ist es. Sie werden nicht in Textnachrichten auf dem Bildschirm gespeichert oder dort platziert. Das heißt, wenn ich keine Versicherung habe oder es ist geschlossen und ich bekomme eine Nachricht oder keine Nachricht bekomme, kannst du es nicht mehr sehen. Ist das der Unterschied? Das könnte jemanden stören, aber eigentlich, wenn der Benutzer nicht verbunden ist, würde ich es wissen und ihnen sagen, hey, warum schaltest du das Gerät nicht ein? Ich werde jetzt wissen, wer im realen PTT einschaltet und wer ausschaltet, das ist es. Soll ich dir das sagen? Es ist ein etwas längeres Video, als ich erwartet hatte, aber das ist in Ordnung. Jede Frage, Beratung, konsultieren Sie uns. Wir verkaufen die Lizenz direkt, wenn Sie aus einem anderen Land kommen. Können wir sie auch an Sie verkaufen? Sie konsultieren uns, wir sehen es dort. Wie machen wir das? Ich bin Ernesto Spoy, meine E-Mail und meine Daten sind da. Bitte kontaktieren Sie uns und wir werden Ihnen helfen. Wenn Sie Orient Radio in irgendeinem Land neu planen müssen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen helfen und anleiten. Wir können Ihnen auch in jedem Land helfen, in dem Sie sich befinden, wenn Sie Beratung darüber benötigen, welche Ausrüstung Sie kaufen möchten. Also gehen Sie weiter. Hey, verwenden Sie zellulare PTT, weil es ein wirklich gutes System ist, das perfekt für Unternehmen ist. Viel Glück und vielen Dank für das Anschauen des Videos und das Abonnieren. Bitte, wir brauchen wirklich Ihr Abonnement. Lassen Sie das Video mögen, weil es besser ist. Wir werden später darüber sprechen, wie man ein PEOP-Gerät ohne Bildschirm auf dem Computer programmiert. Das werden wir zeigen und wenn Sie ein paar Radiosendungsvideos wollen, werden wir das auch tun. Weil ich denke, es könnte für Sie interessant sein. Bis später. Danke, dass Sie sich das Video angeschaut haben.